Moin Moin da draußen an alle Freunde des Gamings. Herzlich willkommen zu Folge 7 von Let's Play LS17. Ja, ich bedanke mich mal für die ganzen Likes in den letzten Folgen. Mache ich viel zu selten. Danke für das schöne Feedback, danke für die ganzen Kommentare. Anscheinend gefällt es euch, ja? Das freut mich sehr. Ja. Wie ihr seht, wir sind jetzt bei der Lehrgutproduktion. Das könnt ihr nicht sehen. Ich habe aber auf dem Zweitbildschirm die Minimap nochmal auf, weil die hier im Spiel nicht angezeigt wird. Und wir wollen mal gucken, wo wir die Bretter das Holz verkaufen können hier. Wahrscheinlich müssen wir vorher zum Sägewerk und Bretter machen. Das heißt, wir müssen mal eben zum Sägewerk fahren. Das. Ups, Entschuldigung. Aber wie sind denn hier Holzdinger? Ich fahre eben zum Sägewerk. Oh, der Trader-Assistent braucht schon wieder Scheiße. So. Wir fahren mal zum Sägewerk, weil ich glaube, für Lehrpaletten braucht man anscheinend doch kein Holz, sondern erstmal Bretter. Also da drüben zum Sägewerk eben. Gegenüber von Castor auf Inc. Also irgendwie. Was ist denn das dann? Ach, die Kartonproduktion. Okay, hier Bretter her. Gucken wir mal auf den Fragezeichen. Kannst du verkaufen, lange gerade Hotshot ohne erste Hälfte. Ja. Holz. Muss mit dem Kran anscheinend aufgeladen werden. Und hier kommen dann die Bretter raus? Sieht ja ganz so aus, ne? Wir probieren das einfach mal aus. Denn nicht, ist das ja auch keine Verschwendung, aber die haben ja das Holz da nicht angenommen. Das heißt, ja. Wir nehmen den Kram mal eben hier runter. Das wird jetzt ja eine Fummelarbeit. Erstmal da rein zu parken. Kann ich ja ganz scheiße. Ach, meine Güte, fahren wir halt vorwärts da rein, das ist ja natürlich einfacher. Ja, jetzt gibt es Krangefummel. So. Da, da, da. Oh, hoch. Umdrehen, 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 hoch, hoch, hoch. So. Gibt es auch eine andere Kameraperspektive? Ja.
Drehen lässt sich der Haken nicht. Scheiße. Ich hasse so eine Kransteuerung. Natürlich ist unser Trailer absolut nicht dafür ausgelegt. Bam, Achse kaputt. Wenn den Trailer aufmachen, so wird das ja nix. So könnte das schon eher was werden. Der eine Stamm ist da eingeklemmt. Ein bisschen schwerer vorgestellt, geht aber. So. Ups. Bisschen geschüttelt, die ganzen Kladderadatsch. Maus hoch, absetzen, hoch, absetzen. So, das ist ja der Verkaufsträger, ne? Cool, das wären mehr Stämme. Muss man also einfach anschalten? Aua, das tut weh. Oder springt das Ding erst an, wenn es voll ist? Gute Frage, nächste Frage. Was denn jetzt? Ach, du musst ein bisschen nachladen. Da hinten ist dann fängt der Klingbach an. Ah, hier ist was. Brennstoff 0. Holzstämme. Info, Brennstoff leer. Ich glaube, Stroh kann man als Brennstoff nehmen. Also Brennstoff ist leer. Also brauchen wir Brennstoff. Dann kriegen wir auch Paletten. Ich
Entschuldigung, muss die ganze Zeit aufstoßen. So. Dann, ja. Gucken wir mal, was wir Brennstoff besorgt kriegen. Das heißt, wir brauchen einen Häcksler. Müssen ein bisschen Holz klein machen. Mal gucken, ne? Ich bin nicht bereit, um ein bisschen Holz zu kriegen. Hackschnitzel kriegen wir dann auch raus. Die können wir dann auch wieder verheizen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal jetzt in Hackschnitzelproduktion. Das heißt, wir eben vorher zum Händler. Wo ist denn der Händler? Die Straße. Straßenlaterne, Achtung! Auf zum Händler. Gerne. Das ist zu viel erinnern wird das außen. Ich habe auch keine Ahnung, woher das kommt. Ich habe da auch nichts zu gefunden. Wenn ihr wisst oder eine Idee habt, woher das kommen kann, dann ist es wieder weg. Ich will das da ausmachen. Ach, der Schlüssel 1500, der Highspeed. So ein geiles Gerät. So im Wald steht, glaube ich, nur noch die Werkzeugkiste, aber das ist ja auch uninteressant. Und hier ist das LU. Das Lohnunternehmen. Wenn wir mal Mist haben, dann besorgen wir uns immer so Werkzeug. Okay, wir könnten Mist kaufen. Das können wir alles besorgen. Aber die Seilwinde ist so ein geiler Mod. Ich soll ich hier nicht laufen lassen. Friede und so. So. Eben, ich hab ja, Kurs 2,5. Gibt's auch noch eine Kreissäge. Weiß, was für eine Dicke an Ästen geht dadurch. Das ist die Frage. Gucken wir uns mal eben an, das gute Stück. Oh, das sieht ja ganz ordentlich aus. Das ist ein scheißiges gespawnt. Jetzt sind wir mal vorne dran. Jetzt mal eben den Hänger abkuppeln. So. Well.
Kann man das nicht weiterheben? Ach, man kann meine Hände auf stumm schalten. Schön, Freunde, wenn man es gehört hat. La 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 la. Paar Sekunden später. Ein paar dünne Bäume suchen. Ja, wie gesagt, warum ich eine Frau spiele, darum. Ich dachte, ob ich eine Frau spiele. Macht sich ganz gut am MRN. Schaltet. Bergauf tut er sich ja wirklich schwer, da immerhin. Viel KMH, meine Güte. Die Map ist ja echt früh. Mit der Produktionsfolge, so 8 Monate Bauzeit, habe ich glaube ich, als ich mir das angeguckt habe, das Vorstellungsvideo. Ist übrigens die Klingenbach-Map. Schreibe ich mal dazu jetzt immer. Wenn ich nicht vergesse. Klingbar. Hat glaube ich irgendwie 800 MB, ist sie groß. Und hat halt die ganzen Wirtschaftsfeuer hier drin. Das war mir auf der anderen Map ein bisschen zu langweilig auf Dauer, weil man konnte nichts machen im Frühjahr. Jetzt gibt es hier so viel zu tun. Klar, wir vernachlässigen jetzt das See. Das ist erst der erste Frühlingstag. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir uns mal ums Drillen machen. Oder in der übernächsten. Wir gucken mal. Das ist niedriger. Ah, dann wollen wir mal. Warum lag denn der Anhänger hier rum? Eine blöde Anhänger auf einmal. Probier das übrige Stück mal eben gleich schon mal aus. Ich glaube, die Kipper ist falsch. Ja. Hihihi. Das ist die Werkzeugbox. Mal den Kipper umbauen.
Konfigurieren. Ach, Tonkipper, konfigurieren. Ja. Jetzt gucken wir halt den Hänger wieder an. Das ist mir jetzt auch egal. Oh, das machen wir wieder aus. Nervt nur. Jetzt aber hier mal mit. Das ist so gehackselt. Klein gehackselt. Oh, das haut von immer hin. Den finde ich ja genial. Ah, es war die Plane drauf. Hier. Komm her. Zack, bumm, geht doch. Ja, während ich jetzt Stücke vorbereite zum Häckseln, sag ich schon mal, weil das ein bisschen langweilig ist, bis denn. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Anschauen. Über ein Like und Daumen würde ich mich freuen. Like und Daumen ist dasselbe, du Trottel, ja, ich weiß. Aktiviert das Glöckchen, damit ihr nicht mehr verpasst. Und dann, bis denn. Tschüss!